hier, das da, das ist eine Studentenküche und mehr nicht. Bäh. So, also das ist ein Reiterhof und im Moment sehe ich nichts anderes, ne? Also man sagt dazu Landidylle, ne? Aber ja, nicht mehr und nicht weniger, ne? Landidylle, das riecht irgendwie schön auf Pferd, aber es riecht nicht nach Braten, ne? Wer verirrt sich hierher, ja? Also ja, es beschränkt sich auf die Reiter. Dass da jetzt eine Gastronomie stattfinden könnte, nimmt man nicht an. Also das ist der erste Eindruck. Weiter, servus. Servus. Ist gut. So, wie geht's euch? Ja, gut. Und euch auch? Noch. Ja. Wir wollen ja deine Kochkünste wollen wir jetzt erleben. Okay. Und wir hätten auch Bärenhunger mit am Start. Ist es machbar? Ja, klar. Großartig. Schau mal die Karte an. Das hat nichts mit der Speisekarte zu tun, ne? Also das ist ja furchtbar. Ja, und wenn du das siehst, dann vergeht dir nahezu der Appetit. Sind das die Karten, die immer so rausgehen? Das sind die Karten, wo... Das ist aber zerfleddert. Überhaupt nicht. Habt ihr keine richtig so im Leder irgendwie so eingeschlagen? Irgendwas gibt's nur so einen Zettel. Ja. Also ich find's jetzt dann auch nicht so lustig. Doch, Stimmung ist prima. Ich habe meinen ersten Rüffel bekommen. Speisekarten hätten wir umändern können. Der Preis, ich habe 2 € für ein paar Wiener mit Semmel. Das kriegst du nirgends. Ja, wenn wir schon dabei sind, schau mal hier. Philipp aber jetzt Filetsteak mit beiden 89. Das wäre Steak. Ja. Tute vom Grill. Ja. Ich meine, die Preise sind ja absurd, oder? Das ist wirklich absurd. Mal zu teuer, mal viel zu günstig. Gut, also ich nehm das Rinderfilet, den Salat mit Putenstreif, die Spaghetti Bolognese. Was hat er denn? Okay. Der Zettel vergessen. Also der bestimmt 3 Sachen, meint bestimmt auch 3 Sachen, vor auch 3 Neuen Sachen, kann ich mir nicht merken. Ich hole meinen Block, meinen Zettel. Rinderfilet. Jeder 3 Sachen. Genau, das Rinderfilet, das hätte ich ganz gern. Dann Filet mit Gemüse. Und mit Bratkartoffeln. Dann hätte ich gerne den Salat mit Pudenstreifen. Einmal Spaghetti Trüffel für 57, die nehme ich, das schaue ich mir an. Spaghetti Carbonara. Lailas Riesenschnitzel hätte ich ganz gern. Und zum Abschluss den bayerischen Wurstsalat mit Brot. Der ist heute ausgegangen. Warum? Es gibt keine Lyoner im Haus. Das von der Karte nehmen wolltet. Nein, wir waren in Urlaub und wir haben das zum Einkauf. Es interessiert mich nicht. Es steht auf der Karte. Ja, und solche 3 Fresszettel, die kann ich auch immer ausdrucken. Ja, also es muss schon alles da sein, was auf der Karte steht. Du ziehst dir eine andere Klamotte an. Im Video sehen wir dich in der Joggingbüchse. Ne? So schaust du heute aus. Das ist keine Jogginghose. Das ist eine Sporthose. Lustig, aber eigentlich traurig. Ne? Also es geht wirklich darum, dass man darauf achtet, wie die Menschen auf das Äußere achtet. Wir erwarten so, also 5 bis 10 Minuten so die ersten Sachen. Okay. Ja? Okay, ja, cool. Gut. Danke. Ich schwitze wie Sau. Und zieht doch halt am ganzen Körper. Überbackene Schotten. Oder gebackene. Gebacken. Oder man kann auch sagen frittierte. Also ich sehr stark frittiert, würde ich sehr sagen. Sehr stark. Mhm. Oh, schau mal hier, meine Finger. Mhm. Probier. Ist das frische Ware oder ist das Dose? Aus der Dose, Mann. Ja, Dose. Ach, Scheiße. Das kann man ja nicht essen. Das müssen wir hier sagen. Wie ist der Gurken? Nicht abgeschmeckt? Ich habe so getrocknete Kräuter, so Kräuter der Provence oder sowas. Und das schmeckt nicht lecker. Man kann gut leben ohne diesen Salat. Mal abgesehen davon, dass eben der Trüffel, also weiß nicht, komisch eingelegter oder chinesischer ist. Es schaut ja auch optisch nicht schön aus. Versuche mal die Carbonara hier noch ganz kurz. Cool. Was ist das? Sind das Kässpatzen? Kiss. Ist auch lustig. Gebackene Nudeln. Nein, das ist schon lieblos und hilflos zubereitet. Ne? Ich meine, es ist Studentenfutter. Ne? Mhm. Ich meine, also sowas, das machen Studenten, das machen ganz junge Leute, das kochen die sich zu Hause. Da musst du jetzt hier nicht irgendwo 7 € dafür ausgeben. Fachlich 6, ne? Spaghetti, lass sein. Was hörst du? Ein Geräusch, ein Krachen. Ja. So furztrocken kann man es nicht mehr essen. Also da besteht wirklich die Gefahr, dass man erstickt. Findet ihr nicht auch, dass es irgendwie so nach so einer Zauber-Gewürzmischung schmeckt? Ja, also irgendwie ist so. So Kinos-Mix, ne? Voll warm. Und ich wette, sie steht voll drauf und sagt, das ist das Beste. Ja. Der ist echt sehr lecker. Den kannst du Fisch, den kannst du eigentlich zu allem nehmen. So eine Zaubergewürzmischung braucht halt eigentlich kein Mensch. So, was haben wir da Schönes? Ein XXL mit Kartoffelsalat. Ach, was, danke. Was ist das da oben? Also mal für den Stausee, was ist da drin? Was könnte das sein? Ein bisschen Fett. Ein bisschen? Ja, schau mal, drauf, was drauf, da ja, schau mal. Das geht zweilagig durch. Naja. Schau mal her, das ist dreilagig serviert jetzt drauf. Schau mal, ist alles voll fett. Schau mal her. Das mag irgendwie gut sein, wenn man 3 Wochen in den Bergen spazieren geht und 3 Wochen nichts gegessen hat, dann macht das Spaß, man braucht dann auch Fett. Schatz, nächster Anschiss gewinnen. Ein Rinderfilet mit Bratkartoffeln und Gemüse. Okay, weißt genau, du, medium rare. Wie es bestellt war? Wird es alle bestellt? Halb durch,
Ganz durch, schwarz, nein, grün, blau? Nein, halb durch wollte das haben. Es müsste eigentlich so passen. Kompetenz war überhaupt nicht zu spüren, nicht zu fühlen. Also da war jetzt wirklich also nichts davon da. Ich kenne einfach durch oder blutig. Ne? Ich glaube, ich kenne aber nur zwei Möglichkeiten, Fleisch zu braten. Ich sage mal, ich habe ganz einfach gemeint, dass es so okay ist. Man denkt, mein Gott, weiter. Oh, es ist durch? Es ja, ist, ist aus der Krone. Das ist ein falsches Filet, gell? Es ist kein Filet. Du hast es verbraten. Drinnen schaut es ja jetzt auch nicht so aus, als wenn da irgendwie übermäßig renoviert worden ist. Ich meine, ich weiß es nicht, aber es schaut nicht gut aus. Es gehört einfach mal frischer Wind rein, frische Farbe oder wie auch immer. Es, ne? es ist einfach nicht wirklich schön da drin. So Antiquitätenmist hängt da drin, das keiner braucht. So ein Sammelsurium an Dekomaterial. Also. Wie fandest du's? Ich fand's gut. Wie fandet ihr? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist der 200. Einsatz der Kochprofis. Ja. Und ich wollte dich fragen, was du uns antun wolltest. Echt? Mhm. Warum? Weshalb? Ihr habt euch dafür entschieden, ein Restaurant zu eröffnen, ob es jetzt ein Restaurant ist oder nicht. Also müsst ihr auch genauso kritisiert werden. Und das hat eben überhaupt gar nichts mit einer Gastronomie zu tun. Nichts. Hier, das da, das ist eine Studentenküche und mehr nicht. Das da ist nicht mal Filet. Das ist kein Filet. Du hast aber Filet auf der Karte stehen und willst es uns verkaufen. Und da seid ihr einfach sehr stümperhaft in eurem Vorgehen. Also das kann man euch vorwerfen. Weil da kann man sofort zumachen. Mit der Küche kann man nicht mehr punkten. Ich wollte es besser machen wie meine Vorgänger. Wie? Was? Wolltest du besser machen? Ein besseres Essen. Hast du einen Vergleich gehabt? Hast du bei denen gegessen? Hast du mit denen geredet, mit deinen Vorgängern? Oder hast du die einfach fiktiv im Kopf ausgemalt als Fantasieprodukt? Oder hören sagen? Eigentlich hören sagen mehr. Gastronomie ist kein Ponyhof, auch wenn da ringsherum eine ist. Wenn wir hier bleiben sollen und euch coachen sollen, soll es eine Art Neustart werden. Und dazu gefällt uns das Ambiente nicht. Den Reset brauchen wir einfach neues Antlitz. Da muss mal wieder Strahlen da sein. Da muss Pep da sein, oder? Was Neues. Wir brauchen was Neues. Das heißt, ihr habt gleich mal eine Aufgabe, räumt mal hier drin alles raus. Fast unlösbar, aber uns fällt doch Gott sei Dank bis jetzt immer was ein. Und das wird uns zur 200. auch gelingen. Davon bin ich mal überzeugt. Aber ich bin jetzt noch nicht so optimistisch. Hallo! Schönen guten Morgen! Tja, hier ist aber leer geworden. Hi, guten Morgen. Leila, wie geht's? Etwas niedergeschlagen bin ich. Warum niedergeschlagen? Weil ihr mich gestern so rund gemacht habt während meinem Essen. Wir wollen euch helfen. Wir brauchen nicht Sachen schön loben und gut reden, die nicht so gut sind. Verstehe ich schon, dass ihr mir das sagt, dass das Essen nicht gut war, aber ihr müsst mich auch verstehen. Ich bin immer davon ausgegangen, es ist gut. Gestern ist jetzt erstmal abgeschlossen. Die harte Kritik, die war da, aber jetzt muss weitergehen. Ja klar, muss weitergehen. Was jetzt auch wirklich erschreckend war, war einfach der Salat. Könntest du mir diese Champignons auch noch dazu machen? Habe ich es richtig in Erinnerung? Die hast du aber noch nie gegessen. Ist das nee, richtig? Ich habe es noch nie gegessen. Wie sollen sie denn beurteilen, ob das denn schmeckt? Was ist das jetzt? Nur Brösel? Nur Brösel. Und sonst was? Nix. Oder wie? Nix. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, das ist mein Ernst. Wie, also, ja. Okay. Ja, du hast ja gesagt, soll's machen. Ja, ja. Du weißt, dass was normal mit Brösel nur haftet, weil man das wo reingibt? Ins Fett. Brösel haftet an einer Materie, warum? Ei. Ah. Und warum haftet es da dran? Weil sie nass sind. Richtig. Ja? Und glaubst du denn, dass die jetzt irgendwie schmecken können? Weiß ich nicht, ich hab's noch nicht probiert. Normalerweise müsst ihr jetzt rausrennen, schreien und ah. Irgendwie geht ihr das ja auch am Arsch vorbei, wenn man es nicht kostet. Also, und jetzt mal schön guten Appetit. Wie schmeckt es denn? Geschissen. Eben. Wir haben den Vergleich von der Pacht her vom Vorgänger gehabt. Was für einen Vergleich hast du da ziehen können? Er hat, was die halt bezahlt haben. Gut, was haben die bezahlt? Ja. Wesentlich weniger wie wir. Natürlich, wir staunen über die Blauäugigkeit und über so viel Naivität. Ja gut, Naivität würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Eigentlich nur nicht richtig überlegt. Hm. Probier mal einen frischen Champignon. Ah, heiß. Ah ja, ach was. Mmh. Ist ohne Scheiß jetzt, sag's mal. Ehrlich. Die Pilze von Mike war ein Gedicht und meine war ein Mist. Ich würde sagen, du brauchst pro Tag vor 400 Euro, die du Umsatz machen musst. Das muss dein Minimumziel sein, damit du es überlebst. Was hast pro Kopf an Umsatz, also pro Gast im Durchschnitt in Zehner? 10, 11 Euro. Gut, also rechnen wir 10. Das heißt, du brauchst pro Tag 40 Gäste. Das ist nicht ganz so einfach. Da bin ich, war eigentlich das erste Mal, dass ich da ein bisschen nachgedacht habe. Dann noch nicht, sondern mir ein bisschen Gedanken, vielleicht ein paar Sorgen gemacht habe. Was ist das für ein Salat? Ich weiß es nicht, aber er gefällt mir. Er gefällt dir. Ja, er gefällt mir. Woher soll ich sie kennen? Derjenige, der monatelang in der Gastronomie betreibt, sollte wissen. Und du gehst dann schön mit deinen Händen da so rein. Ja klar, meine Hände sind ja sauber.
Es ist so, dass in den Handinnenflächen der größte Bakterienherd ist. Die Bakterienherde sieht dann in der Hand, aber das kommt bei mir nicht vor, weil ich immer meine Hände wasche. Ja, aber jetzt hast du schon wieder, jetzt hast du zwischen Zwiebelschneiden, Fleischschneiden, Champignons, hast du nie die Hände gewaschen. Nee, das nicht. Ich habe mir gedacht, ja, wenn ich in der Küche nur bin und nichts anderes anfasse, wie die Lebensmittel, dass es eigentlich gar nichts Schlimmes. Wann brätst du das Fleisch? Du machst jetzt, immer. Jetzt. Aber erst wird immer der Salat hergerichtet? Ja. Okay, passt. Das Fachwissen des. Das steigern wir jetzt beim Einkaufen. Wir zwei. Wir drei. Wir packen die Leiter noch ein. Pastinake, Petersilienwurzel. Ganz typisch für den Winter. Was ist denn das für Gemüse? War fremd von mir, ja? Ihr beide irgendwie bin ich außerordentlich. Schreib mal auf, was du für 10 Personen brauchst für den Eintopf. Ein Weißkraut vielleicht. Spitzkraut. Dann würde ich Karotten. Wie viele Karotten würdest du nehmen? 10 Stück vielleicht. Dann hat jede Person hat eine ganze Karotte in dem Eintopf. Das ist ein bisschen zu viel, ja, hast recht. Nämlich die Hälfte, 5, eine halbe braucht man. Genau, ich hätte auch gesagt, 4 Karotten hätte ich gesagt. Was mit dem Lauch? Für 10 Personen eine Stange. Würde ich auch eine Stange nehmen. Wie viel 10 Knoblauch brauchen wir für 10? Eine Zehe reicht. Eine Zehe reicht, ja. Also dann schreib's auf. Und wie viel Zwiebeln für 10? 2 Zwiebeln. Würde ich auch sagen. Schau her, es ist doch gar nicht so schwer. Okay. Was glaubt ihr, was kostet es? Mich auf die Kasse gucken. Ich würde sagen, knapp 200 Euro. 240. Für wie viel müsstest du es denn dann verkaufen? Ich würde mal sagen, mit 3,5 kann man da schon kalkulieren. Das heißt, du musst die 240 mal 3,5 rechnen. Dann verkaufe ich den Teller für 4 Euro. Ist müsst du doch hinhauen, oder? Ich habe jetzt einkaufen gelernt. Wo seid ihr? Hallo! Sie haben gleich ein bisschen was mitgebracht. Du, aber hübsch wird's. In der kurzen Zeit, oder? Also da haben wir uns gedacht, ein bisschen mit Farbe aufpeppen. Bitte, ja, ist das gut? Ist das okay? Für Wärme, Rot spricht für Wärme. Ja. Habt ihr schön gemacht. Also, ihr beiden. Wir werden euch nicht zu viel zumuten, es wird einfach sein. Ja. Aber wir werden den Wünschen der Reiter nachgehen, weil sie haben aufgeschrieben, was sie gern möchten. Und er war leicht, lecker, nichts Überkandideltes. Die Erwartung an euch ist gar nicht so hoch. Die könnt ihr schaffen, aber ihr müsst sie schaffen. Wir haben auch Gespräche gehabt mit eurem ganzen Vorstand. Sie stürzt halt mit dieser Jogginghose. Du sagst, vielleicht ist es keine Jogginghose. Alle anderen glauben es. Vielleicht merkst du da mal anhand dessen was. Ihr müsst jetzt Gastronom werden. Du musst ordentlich aussehen, so wie du gestern ausgesehen hast. Ich muss jetzt aufwärts gehen. Ich muss es in die Tat umsetzen, dass das nicht mehr so bleibt, so wie das bisher war. Ich bin für alles Neue aufgeschlossen. Wir werden uns wirklich Mühe geben, aus Ihnen morgen ein Gastronomie-Ehepaar zu machen. Aber es wird wirklich sehr, sehr schwer werden. Guten Morgen. Guten Morgen. Hey. Hey. Ja, was geht? Ja? Servus. Walter, du siehst sehr gut aus. Das ist doch mal was anderes wie Jogginghose und T-Shirt. Heute ist ein wichtiger Tag für euch. Heute wird gekocht. Wir haben uns zusammengesetzt, auch mit dem Ole, der heute zur 200. nicht dabei sein kann. Aber wir haben euch das erste Rezeptbuch mit 200 Rezepten. Das soll euer Ideengeber sein für die Zukunft. Da gibt es ganz viele geile Sachen. Soll euch als Ideenwerk und Glück dienen. Bringen, ja. Und Glück bringen auch. Dankeschön. Okay? Ja. Dankeschön. Freust du dich vielleicht? Ja. 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 Oh, jetzt komm ich, oh, Olachen. Oh, oh, alles gut. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Alter Holzhuse. Da war ich hin und weg. Wir braten oder dünsten farblos Zwiebel an. Schon kräftig, aber ohne Farbe. Ja? Okay. Und dann kommt jetzt unser Kürbis mit zu. Schau mal her, den habe ich jetzt so klein geschnitten. Den musst du nicht so klein schneiden. Ja? Der Kürbis, der gart so schnell, da ist die Größe absolut in Ordnung. Okay. Unser Süppchen tun wir jetzt auch salzen. Ja. Ne? Dadurch entziehen wir dem Kürbis das Wasser. Das heißt, der fällt total in sich zusammen. Mhm. So, schau her, jetzt löschen wir ab. Weißen Essig. Keep it simple. Honig oder eben einen braunen Zucker. Olivenöl. Also du siehst, was wir mit ganz wenig Sachen hinbekommen. Ja? Und die marinieren dann bis heute Abend, okay? Mhm. Ich weiß es nicht, ich riskiere es. Wie es schmeckt, weiß ich noch nicht. Ich riskiere es. Ich nehme mir einen sauren Löffel. Säuerlich, süß. Aber gut, war alles fremd für mich. Wir haben gestern noch mal behandelt, was die Kondition angeht zum Thema Pacht. Es kam zum Resultat und das können Sie ganz selber erzählen, was wir ausgehandelt haben. Wir haben mit dem Chef noch mal gesprochen, dass wir die Miete jetzt erstmal eine Staffelmiete machen. Erstmal für 600 jetzt die Wintermonate, dann 800 und dann die Endpacht auf 1000 dann im Sommer. Ich hoffe, dass euch damit geholfen ist und noch mal eine gute Basis geschaffen ist. Ja, Dankeschön. Ja, du gehörst auch dazu. Den Baff.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach glücklich. Ich habe absichtlich ein bisschen viel Öl drin. Fragst du dich da nicht, was hat er da vor? Damit sie nicht anbrennen. Ich könnte es auch in weniger Öl schaffen, okay? Aber ich habe was vor. Willst du die Pilze da reinmachen? Ja, und ich will nachher daraus eine Marinade machen. Schau mal hier. Jetzt machen wir praktisch unser Dressing mit diesem Ansatz, okay? Essig drauf, Zucker drauf, Salz und schwarzen Pfeffer. So, und jetzt hast du hier praktisch deine Pfifferlinge frisch angebraten, ohne große Farbe. Und in diese noch warme Marinade Tomaten, Kokosalat. Leila, Serviettenknödel ist heute dran. Wir haben Zwiebel klein geschnitten, ja? Mhm. Da kommt aber jetzt ein Liter Milch dazu auf die Menge. Dann stellen wir das mal aufs Gas und lassen es einmal aufkochen, ja? Okay. Dann machen wir jetzt gleich dazu Salz und Muskat und dann machen wir jetzt noch mal 2-3 Esslöffel Butter dazu, ja? Das kommt jetzt mal hier drüber, ja? Okay. Die Hälfte von dem Brot oder ein Drittel von dem Brot habe ich im Ofen geröstet, ja? Weil es einfach aromatisch ist. Dann, wie folgt, haben wir dazu Joghurt, ja? Dann kommt noch dazu ein bisschen Creme Fraiche. Und jetzt machen wir Eier rein, da sparen wir auch nicht an Eiern. 10 Vollei und 10 Eigelb. So, das wird jetzt alles schön zart vermengt. Ordentlich Butter drauf, ja? Warum kommt die Butter drauf? Damit es nicht anklebt. Richtig, damit es nicht anklebt, das ist sehr gut. Jetzt wird es eingerollt. Und schon schau, dass es schön rund bleibt, ja? Wie ein Bonbon. Und dann drehst du einfach einmal so durch. Und dann liegt es vor dir. Ist eine kompakte Masse jetzt, ja? Als ich rausgekommen bin, habe ich viele Luftballons gesehen. Hab mir gedacht, was ist denn da los? Was geht da ab? Bei jedem 10. Luftballon hängt ein Gutschein dran, Wert von 10 Euro zum Essen hier in der Futtergrippe. Das ist eine gute Werbemaßnahme. 1, 2, 3! 200! Tolle! Und wünsche euch alle einen recht schönen Abend und einen guten Appetit. Ihr seid völlig angezündet worden heute, gestern, vorgestern von uns. Wir haben ein paar Kleinigkeiten mit euch gemacht. Ihr müsst jetzt das Ganze weiterführen. Ihr müsst üben, ihr müsst lernen. Für euch beide heißt jetzt, gebt bitte wirklich Gas. Nehmt auch die Sachen so zwischen den Zeilen von uns an. Ich wünsche euch von ganzem Herzen viel Glück, dass es hier funktioniert. Ein bisschen Rock'n'Roll muss sein. Okay? Also. Ein herzliches Dankeschön im Namen des Vereins und des ganzen Stalls, dass ihr euch zu uns herausbegeben habt und uns mal kräftig auf die Sprünge geholfen habt. Und zum anderen einen herzlichen Glückwunsch eigentlich zur 200. Sendung. Greifen alle zusammen in 1, 2, 3. Hey!